Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. 2020. Hey. Ja, und wir machen gleich mit voller Kraft weiter. Gestern Abend auf YouTube ein Kommentar. Wie ist das jetzt hier eigentlich? Sozialplan? Das macht man doch eigentlich nur bei Kündigung. Nein. Nee, das macht man bei jedem Scheiß, wo eine Betriebsänderung ist, wo Nachteile für die Mitarbeiter irgendwie drohen. Nicht jeder Sozialplan ist erzwingbar, ja. Da gibt es die Legaldefinition, guckt ihr euch alle nochmal schön an in Paragraph 111. Wichtig ist aber, wir haben zum Beispiel einen Sozialplan gemacht, als wir umgezogen sind. Genau. Das hat alle Mitarbeiter betroffen. Man bewegt sich nur von einem Ort zum anderen. Ja, aber das war die gleiche Stadt, ne? Ja. Nur von einem Stadtteil zum nächsten. Genau. Was bedeutet das aber in einer Stadt wie Hamburg? Ja. Da kannst du auf einmal um eine Stunde einen längeren Anfahrtsweg haben zur Arbeit. Richtig. Und das bedeutet für Leute, die mit dem Auto kommen, höhere Benzinkosten. Für Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, eventuell auch höhere Kosten, weil sie eventuell für eine längere Strecke bezahlen müssen. Oder es kostet mehr Zeit. Oder du kannst, wenn du immer um 6 Uhr angefangen hast bisher, kannst du das künftig nicht mehr, weil noch gar keine öffentlichen Verkehrsmittel dahin juckeln, wo genau. Die neue Arbeitsstelle ist. Egal, welche Nachteile passieren, die kann man in irgendeiner Form ausgleichen. Genau. Und wenn es nur ist, dass du zum Beispiel reinschreibst, dass der Mensch eben später anfangen kann, ja, ohne Nachteile zu haben, weil er nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu der gewohnten früheren Zeit kommen kann. Kann ja zum Beispiel auch sein, dass der Arbeitgeber sagt, wir machen jetzt hier eine neue Maschine, da habt ihr es alle viel einfacher, wird keiner entlassen, alle sind glücklich und die Arbeit ist jetzt viel, viel toller. Aber vielleicht gab es vorher für die Arbeit irgendwelche Leistungsprämien und jetzt macht die Maschine das alles. Da muss der Arbeitgeber keine Leistungsprämien mehr zahlen. Das ist auch ein Nachteil, wenn plötzlich das Gehalt da sich verringert. Genau, oder du führst eine neue Software ein, ja, und auf einmal können nur noch die da weiterarbeiten, die auf diesem Ding geschult worden sind. Genau, da macht man einen schönen Sozialplan, dass alle geschult werden. Genau. Und nicht die von oben herab bestimmt worden sind. Genau. Also Sozialpläne, ja, sind für ganz viele verschiedene Dinge gut. Wir haben ja zum Beispiel mal einen gemacht, da hat der Arbeitgeber behauptet, er wolle keinen entlassen. Und dann haben wir gesagt, du lieber Arbeitgeber, wenn das so ist, dann machen wir jetzt einen Sozialplan, dass wenn du das doch machst, entgegen deiner Zusicherung, die du gerade eben von dir gelassen hast, dass du jedem Mitarbeiter 1 Million Euro zahlst, wenn er doch gehen muss, betriebsbedingt. War begeistert, ne? Riesengeschrei. Nein! Dann habe ich gesagt, na gut, dann nur 100.000. Ja. Nein. 10.000, nein. 1.000 auch nicht. Wir haben natürlich keinen Sozialplan gemacht in dem Fall. Ja. Wir haben aber den Arbeitgeber entlarvt, dass er einfach nur Dünnpfiff geredet hat. Ja. Sozialpläne sind immer schick. Ja, also immer wenn es eine Betriebsänderung gibt, erstmal schön nachgucken bei Paragraph 111, mit dem Anwalt reden, mit der Gewerkschaft, mit dem Betriebsrat als Gremium das einmal richtig schön durcharbeiten und gucken, ob man da nicht mal einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln sollte. Genau, und vor allen Dingen bei 111 ist dann nochmal wichtig, um die Grenzen zu bestimmen, erhebliche Teile der Belegschaft oder wesentliche Nachteile. Ja. Da muss man mal ein bisschen genauer hingucken, was das bedeutet. Der Arbeitgeber sagt immer, ja, die Nachteile gibt gar keine. Ja, für ihn nicht, das stimmt, aber vielleicht für die Belegschaft. Ja. Und sie müssen auch noch nicht konkret eingetreten sein. Es muss nur die Gefahr bestehen, dass sie eintreten können. Und das muss jetzt nicht gleich im nächsten Monat passieren, es kann im halben Jahr passieren. Ja. Aber durch die Einführung der neuen Maßnahmen besteht eben die Möglichkeit. Ja, das war es eigentlich schon für die erste Folge im neuen Jahr. Geschafft. Ist das ganz in Ordnung, ne? Ja. Ja, dann wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.